Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir gerne ein Full Face mit Revolution Produkten schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zu Revolution zähle ich übrigens auch die ganzen Untermarken, sprich iHeart Revolution, XX Revolution, Revolution Pro, weil gefühlt sind diese ganzen Untermarken für mich irgendwie auch ein Teil der Marke. Und deswegen ist es alles ein großes Bundle. Und deswegen schmecke ich da heute ein Fullface mit. Sind hier neue Produkte irgendwie mit dabei? Ja, ein neues Produkt, zwei neue Produkte habe ich hier. Ein Primer und ein Concealer. So, ich fange jetzt einfach mal an mit Primer. Da habe ich zwei verschiedene. Einmal, den hatte ich auch schon mal mir geholt in einem Fullface Cosmetic for Less witzige Verpackung oder so. Das ist der Revolution Glass Liquid Skin Illuminating Skin Primer. Das ist dieser hier. Und der ist halt wirklich wie so ein Serum. Und der gibt dir Strahlkraft. Ich weiß nicht, ob ich eine Gesichtshälfte so und eine Gesichtshälfte so mache. Denn hier habe ich nochmal den Prime Bright Brightening Primer mit Vitamin C und Orangenblüte müsste das dann ja sein. Den habe ich jetzt relativ neu mir bestellt. Habe ich bei Beauty Bay bestellt. Ich gucke mal, wo ich die Produkte finde. Bei Beauty Bay oder bei Cosmetic for Less. Das sind Affiliate-Links, die dann unten in der Infobox drin stehen. Das heißt, wenn ihr über den Link bestellen möchtet, verdiene ich auch eine kleine Provision da drin. Ne? Da drin vor allem, da dran. Aber ich finde es wichtig, wenn ich das dazu sage. Es steht zwar auch noch in der Infobox mit dabei, aber ne? Nicht alles scrollen bis nach ganz unten, wo das dann nochmal drin steht. So, und dieser Primer ist, glaube ich, auch relativ neu. Und deswegen finde ich den auch gerade super interessant. Aber ich glaube, der ist fester. Wobei, der hat so eine Konsistenz. Wie Sonnenmilch, würde ich sagen, ne? Riecht ganz angenehm. Ich weiß nicht. Na komm, wir machen eine Gesichtshälfte mit dem einen und eine mit dem anderen. Das heißt, hier auf diese Seite gebe ich mir dann den Prime Bright Primer. Natürlich habe ich unter meiner ganz normalen, ne, also auf meiner Haut jetzt, auch meine ganz normale Tagespflege drauf. Da habe ich aktuell die Produkte von Beauty Mates in Anwendung. Darüber habe ich mir dann noch eine Sonnenpflege von Dalton gegeben. Weil heute scheint die Sonne bei uns auch sehr extrem. Wir waren auch eben spazieren mit Sammy. Da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich eine ordentliche Sonnenpflege aufgibt, auch wenn es Winter ist. Aber gerade im Winter, finde ich, ist die Sonne dann nochmal ein bisschen intensiver unterwegs. Und bevor meine Haut dann von der Sonne geschädigt wird, gebe ich mir einen Lichtschutzfaktor auf. Ja, sehr angenehm. Also fühlt sich schön an, muss ich sagen. Gepflegt, shine bright. Also ich sehe jetzt hier keinen Schimmer, auch nicht auf meinen Fingern. Es ist einfach nur gepflegt jetzt, ne? Ja, aber ein solider Primer jetzt aktuell noch. Müssen wir nachher gucken, wie der mit der Foundation ist. Und jetzt gucke ich mir dieses Glass Liquid Skin nochmal an. Muss man schütteln, weil unten setzt sich dann immer dieser sehr extreme Schimmer ab. Und dann kommt das Ganze sehr flüssig in einer Pipette raus. Deswegen ist es jetzt schwierig, euch das zu zeigen. Ihr seht es aber dann wahrscheinlich auch auf dem Gesicht. Ich versuche jetzt nicht unbedingt mit der Pipette mein Gesicht zu berühren, denn das wird ja auch eine Art Kontamination bedeuten, ne? Der riecht sehr nach diesem Hochschiebeeis. Das hatte ich, glaube ich, in dem Video auch schon gesagt. Dieses geswirlte Tornado-Eis. Wisst ihr noch, damals als Kinder gab es das beim Kiosk und dann konnte man das hochschieben. Das riecht nach der Orangenvariante davon. Ja, der macht halt wirklich krass Glow, ne? Also das ist wirklich Porzellanhaut und hier habe ich einfach feuchtigkeitsgepflegte Haut. Da muss man einfach schauen, was man lieber mag. Den vergleiche ich sehr gerne mit dem Love Aura Glow Primer und mit dem Haut Cosmetics Pearl Shine Elixir. Der kommt dem sehr, sehr nah, weil der halt auch diesen kühlen Schimmer hat, ne, und die Haut fast schon speckig aussehen lässt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sowas gebe ich ja auch immer unter die Foundation. Ich würde es so nicht im Alltag ohne irgendwas drüber tragen, ne. Als Foundation verwende ich von Revolution Pro die CC Perfecting Foundation. Die hat tatsächlich nicht nur Feuchtigkeit auch noch ordentlich mit drin, sondern Lichtschutzfaktor von 30. Ich habe die Farbe F1. Also das dürfte, ich weiß nicht, ich glaube F0 gibt es eigentlich auch noch. Ne? Das ist noch ein Ticken heller. Und die wurde dann ja auch sehr viel verglichen mit der CC Plus Your Skin But Better Cream und so. Gebe ich mir mal hier einen auf. Ich gebe mir hier einen auf, genau. Und hier haben wir dann die Konsistenz sehr fest. Ich verwende heute
Nee, das wäre eigentlich cooler, wenn ich die Pinsel von Leni Brush verwende, oder? Ja, ich verwende die Pinsel von Leni Brush und nicht die von Zoe Eva, weil die Pinsel von Leni Brush bekommt man ja auch im Kosmetik Verlässt Online-Shop. Tada! Genau. Dann nehme ich mir so einen Foundation-Buffer, tippe das einfach hier so erstmal auf und gehe damit über mein Gesicht. Man sieht es direkt, ne? Also ich sehe sehr, sehr geistermäßig damit aus. Dieser Foundation Buffer ist übrigens der LBF 14 Foundation Buffer. Also die Foundation, die genau, ist wirklich Color Correcting, weil sie mir mein Gesicht komplett korrigiert hat. Also ich habe hier gar keine eigene Haut, die mehr durchscheint. Hier unten über die Rötung gehe ich nochmal ein bisschen drüber, aber die sind dann auch weg. Es ist Wahnsinn. Das ist mit die deckendste Foundation, die ich habe. Und das ist eigentlich gar keine Foundation, sondern eine CC-Cream. Und das finde ich hart. Ich gehe jetzt aber nochmal mit dem Schwamm drüber, um das Ganze etwas besser in mein geistermäßiges Gesicht einzuarbeiten. Wenn man so eine krass deckende Foundation verwendet, braucht man in der Theorie keinen Concealer. Ich habe jetzt aber auch meine Partie um die Augen herum, wie man offensichtlich sehen kann, freigelassen, damit ich gleich auch den Concealer verwenden kann. Wie gesagt, auch wenn ich geistermäßig aussehe, ist das ein Finish, was ich sehr, sehr schön finde. Es ist sehr feuchtigkeitsspendend, setzt sich nicht irgendwo ab, jedenfalls jetzt gerade nicht so wirklich. Es fühlt sich an, als hätte ich Foundation drauf, absolut, aber es fühlt sich angenehm an, weil diese feuchtigkeitsspendende Geschichte mit dabei ist, ne? Man sieht auf der linken Seite, dass ich da den Glass Skin Primer verwendet habe, finde ich, weil da noch definitiv mehr Glow durchkommt als durch die Seite von dem Prime Bright. Genau, also da kommt auch noch Glow durch, weil die Foundation an sich auch nicht matt oder sowas ist. Auch bei den Concealern habe ich zwei verschiedene. Einen, den ich schon etwas länger habe, das ist der Fast Base Concealer von Revolution. Und einer, der neu rausgekommen ist und mich sehr an den von Charlotte Tilbury erinnert, ist tatsächlich der Revolution Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer. In der Farbe Porcelain habe ich den und auch der ist mit Vitamin C. Also Vitamin C ist wohl der Shit jetzt überhaupt, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Und der sieht 1A aus wie der von Charlotte Tilbury, weil du hast ja auch dieses Guckfenster und so, ne? Er ist ja schon ulkig, Leute. Aber ja, den habe ich halt, wie gesagt, noch nicht verwendet. Ich drehe mir jetzt hier schon mal ein bisschen Produkt hoch, weil den möchte ich jetzt einfach mal auch auf der Vitamin C-Seite verwenden, wo ich auch den Vitamin C Primer verwendet habe. Achso, das Schwämmchen ist übrigens relativ fluffig. So, jetzt kommt hier oben Produkt so ein bisschen langsam raus. Dann gebe ich mir das mal hier drunter. Auch farblich passt der schon, ne? Dann blende ich mir das mit dem Schwämmchen ein. Ich mache das auch direkt aufs Auge oben drauf, auch wenn normalerweise die obere Augenpartie so sensibel ist, dass man normalerweise ja nicht mit Concealer und Foundation da drauf gehen soll. Aber ganz ehrlich, ich mache das jetzt. Und wenn ich das jetzt mal ganz ehrlich sagen darf, von dem Einblenden her erinnert der mich auch mega an den von Charlotte Tilbury, weil das jetzt auch gerade so schnell und einfach ging. Wahnsinn. Und der ist einfach viel günstiger. Ich weiß nicht, ob es den schon bei Cosmetic Forlest gibt. Ansonsten habt ihr unten in der Infobox, wie gesagt, den Link von Beauty Bay mit dabei. Da habe ich mit dem bestellt. Echt krass, ne? Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil hier habe ich natürlich noch meine ganzen... Es sieht halt alles sehr rot aus bei meinen Augen immer, weil die Äderchen so extrem durchscheinen. Auf der anderen Seite gebe ich mir den Fast Base Concealer auf. Den hatte ich mal irgendwann gratis dazu bekommen, als ich bei Cosmetic Forlest bestellt habe. Da mache ich mir das Schwämmchen aber vorne mal erst ein bisschen sauber. Es ist schon so, dass ich meine Produkte ja auch immer desinfiziere und so weiter. Das ist aber bei solchen Schwämmchen immer super schwer. Das finde ich immer ein bisschen unpraktisch, aber sei es drum. Ja, der war auch ein bisschen dunkel, ne? Ich glaube nicht, dass der jetzt gerade was für mich ist und dass er viel für mich macht, gerade weil ich ja auch so eine helle Base und alles habe. Im Sommer hat er mir gut gefallen. Ne, da gebe ich mir jetzt auch den Eye Bright noch mit drüber. Jetzt sieht das Ganze auch wieder ein bisschen harmonischer aus, weil jetzt auch wirklich alles leichenblass aussieht in meinem Gesicht. Okay, aber der Fast Base ist halt in der Farbe C4, ne? Der ist halt ein bisschen dunkel. Und den Eye Bright habe ich, wie gesagt, Porcelain in der Farbe Porcelain. Das ist schon deutlich heller. Aber gut, beide für sich sind gut. So, jetzt hatte ich in einem Adventskalender von Revolution mit drin den Eye Primer. Das ist dieser hier. Den gebe ich mir jetzt einfach schon mal auf die Augenlider auf. Wenn ich nachher dann, ne? Weil ich mich immer von Textur zu Textur arbeite.
Ja, und der ist halt auch mit einer ganz, ganz leichten Deckkraft unterwegs. Ist aber einfach ein Eye-Concealer, was soll ich, also ein Eye-Lidschatten-Base, was soll ich da groß zu sagen? Ist okay, ist solide. Jetzt gibt es ein bisschen Fixing Spray bzw. ein Hydra Fix von XX Revolution. Finde ich ganz nett, das mag ich ganz gerne, hat einen schönen Sprühkopf tatsächlich auch. Ein sehr feiner, sehr, sehr angenehmer Sprühnebel, das muss ich wirklich sagen. Auch das tapere ich mir dann kurz nochmal mit ein. Zwischendurch mal ein bisschen Lippenpflege auftragen. Hier habe ich einen Infinite Loose Powder von Revolution. Das erinnert mich sehr an das von Zoeva. Nicht nur von der Applikation, sondern auch tatsächlich von der, wie weich das ist, wie schön sich das auftragen lässt. Das ist halt eigentlich mit so einem Netz, aber da ist gerade Produkt drüber, sodass man das nicht so schön sieht. Das ist ein bisschen blöd. Ne? Also auch ein flexibles Netz drin, mag ich richtig gerne. Sehr weich, sehr angenehm. Und dafür verwende ich jetzt erstmal unter den Augen ein Highlighter-Pinsel. Das ist der LBF 10 Tapered Highlighter-Pinsel, um damit unter meinen Augen zu setten. Und das Puder gibt einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt. Das ist ganz toll. Mit dem Tapered Powder LBF 12 Pinsel gehe ich jetzt nochmal generell da so rein, klopfe ein bisschen ab und sette dann mein ganzes Gesicht. Ihr seht, wie das staubt, ne? Krass. Übrigens keine Angst, dass wenn ihr euch so einen Puder drüber gebt, um die, cremigen Texturen zu setten. Es sieht jetzt natürlich sehr, sehr matt aus. Es sieht auch sehr cakey. Ja, nicht wirklich cakey, aber es sieht halt wirklich mattiert aus. Der ganze Glow vom Primer ist erstmal jetzt weg. Aber wenn wir jetzt gleich die weiteren Produkte auftragen und vor allem nachher auch noch das Setting Spray verwenden, damit dann ja auch alles sich miteinander verbindet und sich im Laufe der Zeit auch wieder die hauteigenen Öle dazu bewegen, alle Texturen von innen miteinander verbinden zu lassen und auch wieder hervorkommen, dann sieht das nicht mehr so matt aus. Und das Puder ist auch wirklich jetzt gerade ganz, ganz sanft über die ganzen, ja, zu settenden Stellen geflogen und hat alles soweit gesettet. Es sieht echt gut aus, finde ich. Und ein sehr angenehmes Puder, wo man nicht irgendwelche Puderstellen oder sowas im Gesicht hat. Es ist sehr ebenmäßig und wie gesagt, wie ein Weichzeichner und wie ein Photoshop-Effekt, oder? Und das hat sogar Niacinamid drin. Und ich glaube, Niacinamid soll ja auch irgendwie hautberuhigend oder so wirken, ne? Finde ich sehr angenehm. Also diese ganzen Revolution-Produkte, die die jetzt so in letzter Zeit rausgebracht haben, sind auch immer irgendwie mit Hautpflege verbunden. Und ich glaube, das war auch die ersten Schritte zu, hey, wir bringen jetzt ja auch Skincare raus, die ich übrigens noch nicht getestet habe, die übrigens sehr gut sein sollen. Ja, aber so fühle ich mich schon mal sehr, sehr gut vorbereitet für die nächsten Geschichten. Üblicherweise geht die wilde Reise nun weiter mit Bronzer. Ich habe hier zum einen von Revolution Pro den Sculpting Bronzer mit, also in der Farbe Balau mit Cocoa-Extrakt, also quasi mit Kakao-Extrakt. Das ist dieser hier. Das sieht recht cool aus, ne? Also nicht cool im Sinne von kühl, sondern cool im Sinne von Hallo, ich bin ein Bronzer und hier bin ich. Alternativ habe ich auch die coole Palette, also die Cool-Palette von Revolution Pro. Die habe ich mir damals geholt, als ich die Marke komplett neu auf meinem Kanal vorgestellt habe. Ich finde, dass dieses Packaging super unansprechend ist und die Farben, also irgendwie die Fännchen, die sehen so öde aus, ne? Wenn man das so, da finde ich den anderen Bronzer irgendwie viel besser, obwohl der halt so warm ist, ne? Ich weiß auch nicht, also ich muss auch gestehen, dass ich nicht weiß, ob ich diese Cool-Palette auch wirklich behalten möchte. Ich werde sie jetzt aber zuallererst verwenden, um so ein bisschen zu konturieren. Da gehe ich hier in diesen recht hellen Ton einfach mal vorsichtig auch mit dem, ne, von Ebenpinsel rein. Die ist halt auch gar nicht mal so unschön. Also ich finde die eigentlich total toll, aber ich mag das nicht, dass ich hier vier Fännchen drin habe. Ich weiß nicht. Bin ich eine Nöletante? Ja, in der Hinsicht vielleicht schon. Ist halt nicht so hübsch wie das Design der anderen Produkte. Kann man das so sagen? Ich habe jetzt auch nur ganz, ganz dezent das Ganze konturiert, ne? Also wirklich nur meine Jawline hier nachgezogen und ganz, ganz soft an der Stirnpartie. Ja, vielleicht auch noch hier so ein bisschen. Das ist schon ordentlich pigmentiert, das stimmt wohl, ne? Und das sieht auch irgendwie ganz nice aus, aber ich weiß nicht. Naja, wir gucken uns mal jetzt diesen wunderschönen Bronzer an, der auch dieses schöne Packaging hat und so, ne? Auch ein Spiegel mit drin hat, was ich ja auch immer ganz nice finde. Ich glaube, der war, ja, der war sogar ein bisschen schimmernd. Da muss ich jetzt vielleicht
hier auch noch ein bisschen schon reingegeben. Ja, und der war auch recht rötlich, ne? Also, wenn man realistisch ist, dann würde ich den hier jetzt aussortieren, weil das ist jetzt ja auch immer bei meinen Full-Face-Only-Using, ne, Videos so ein bisschen mein Hintergrund, dass ich ja auch durch meine Sammlung durchgehe, so ein bisschen Shop-My-Stash-mäßig, gucke, was ich habe und gegebenenfalls Produkte aussortiere. Ne, ich glaube, der Bronzer muss gehen. Ja. Schade drum, weil das Packaging so schön ist, ne? Aber realistisch gesehen ist diese Palette einfach mehr was für mich. Ja. Ich versuche mich jetzt mal an der Farbe daneben. Die ist ein bisschen dunkler. Gebe mir die dann halt nochmal so an die Konturen. Dann sieht man auch ein bisschen mehr, ne? Die Palette ist schon schön, weil das lässt sich toll ausblenden. Das sieht sehr harmonisch aus und es passt auch farblich zu mir. Ja, die bleibt auch. So, ja. Bei Blush haben wir jetzt auch eine kleine Qual der Wahlgeschichte. Bei dem hier von I Heart Revolution weiß ich einfach, der ist mir viel zu pink. Auch wenn ich gerne dieses Frische mag, aber der ist auch zu pigmentiert. Der muss leider gehen. Das ist der Soft Shimmer Blusher Strawberry. Ja, nee. Also ich zeige euch das mal kurz. Bam. Der ist krass. Der ist wirklich krass. Und der schreit ganz, ganz laut, hier bin ich. Und wenn ich noch ein bisschen mehr nach außen hingehe, ist es noch intensiver. Also das ist halt richtig Barbie. Der ist mir zu intensiv. Hier habe ich einen von Revolution aus dem Adventskalender. Das ist einfach der Pressed Blusher. Der ist, ne, auch intensiv, sind die ja alle. Aber recht schön. Doch einen ganz leichten Schimmer mit drin. Der ist sehr intensiv. Dann habe ich hier nochmal den, habe ich von Ela geschenkt gekriegt. Rose Kiss ist hier die Farbe. Der Reloaded, da habe ich mir mal einen Spiegel reingeklebt. Den mag ich gerne. Der ist auch, also die, boah. Wobei der auf der Haut nicht ganz so super krass ist, ne? So, dann habe ich noch von I Heart Revolution das Peach and Glow. Das ist toll, das mag ich super gerne, weil das halt richtig frisch ist. Das mag ich vor allem im Sommer gerne. Hier hast du so einen Blush, der richtig peachy ist und das hier kannst du auch als Highlighter mit benutzen oder als Blush-Topper. Das sind wahnsinnig schöne Töne. Die mag ich gerne, wenn ich mal richtig Bock auf peachy habe. Das ist eine ganz gute Kiste und der schreit halt richtig, ne? Wahnsinn. Das mag ich. Und dann habe ich noch von Revolution Pro natürlich die 4K Blush Palette. Die hat halt auch wirklich diese wunderschönen Töne. Richtig krasses Peach, also richtig orange. Dann ist das hier so ein Blusher Topper, fast schon Highlighter. Hier habe ich einen ganz, ganz stark intensiv, ja, Dunkel Peach. Und das hier ist so fast schon das Rose Kiss, würde ich mal so sagen. Ne? Die sind schon Hammer. Da muss ich aber noch ein bisschen... Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich die behalten will, aber irgendwie... Ja, wobei, ich habe halt hier wirklich eher so pinke Töne bei den Revolution-Produkten hier, ne? Und hier dann da eher so die peachige Variante. Ja, die drei kann ich aber trotzdem behalten. So, jetzt nehme ich hier den Revolution Rose Kiss. Ist halt hart, ne? Der ist richtig hart. Puh. Nehme ich hier den Angled Cheek LBF 11 Pinsel. Der ist halt fluffig und abgeschrägt. Ich dippe wirklich vorsichtig rein und klopfe gut ab. Der ist sehr pudrig. Versuche das relativ gleichmäßig auf dem Pinsel auch zu verteilen. Und der ist halt wirklich intensiv. Also da kriegt man ordentlichen Blush-Effekt mit hin. Da tritt sofort der Bronzer, der vorher aufgetragen wurde, in den Hintergrund. Und jetzt mache ich das intensiv. Was soll der Falschgeiz? Ist halt ein matter Ton. Also, ne, das ist ein matter Blush. Aber ich mag den, weil der halt auch schön rosa Wangen macht und ja, funktioniert ganz gut, vor allem im Sommer bei mir. Jetzt ist es ein bisschen zu dunkel tatsächlich. Aber der ist schön. Ja. Die andere Seite kann ich mir ja mal hier aus dem I Heart Revolution Gedönsen den Blush aufsetzen. Da seht ihr halt auch direkt, dass er sehr schimmernd ist. Da ist auch ein Spiegel mit drin, muss man gut abklopfen. Der ist krass, ne? Huch! Aber halt auch nicht fleckig oder so, das ist sehr ebenmäßig. Ich blende den jetzt mal mit dem großen Puderpinsel ein bisschen aus, weil das doch etwas heftig geworden ist, aber es macht einen schönen Look, finde ich, ne? Also die sind super ähnlich, wobei ich den hier noch intensiver finde. So, aber mag ich auf jeden Fall. Dieses Frische, ne? Und ach, hammermäßig. Wirklich.
Ja, jetzt kommen wir zum Highlighter. Highlighter kann Revolution auch mega krass. Deswegen trinke ich mir schnell noch eine Kaffeezeit für mich. Mm. Was ich absolut liebe, ist auch wieder diese kleine Mini-Palette. Mein Akku blinkt. So, mit frischem Akku kann es jetzt weitergehen. Was ich absolut liebe, ist diese kleine Mini-Palette, die Rose Gold Glow Palette von iHeartRevolution. Die ist richtig schön. Die ist nicht nur hübsch, die kannst du nicht nur gut in deinem Make-up-Kit verstauen, sondern sie ist auch richtig geil pigmentiert. Ist für mich jetzt aktuell, glaube ich, ein bisschen zu dunkel. Das hier ist so ein etwas rosastichiger und das ist ein Gold-Champagner-Ton und bam. Ne? Also die sind auf jeden Fall da. Es sind richtig schöne Geschichten. Kann man gar nichts anderes zu sagen. Vielleicht jetzt aktuell in Kombi beide verwendet, könnten von der Helligkeit okay sein, aber ansonsten sind sie mir jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt beide etwas zu dunkel. Aber perfekter Highlighter für den Sommer, kein grober Glitzer, richtig, richtig, richtig toll. Hatte ich auch schon mal irgendwo, ich glaube in meinen Jahresfavoriten 2019 oder so mit drin. Dann habe ich hier den Klassiker Just My Type, das ist auch ein ganz, ganz toller Highlighter. Der könnte jetzt von der Farbe tatsächlich sehr gut passen. So butterig. Also Revolution kann das einfach richtig gut mit den Highlightern. Ne? Also vor allem mit diesen ganzen Face-Produkten. Da rasten die ja aus bis zum geht nicht mehr. Ne? Ja, der ist flüssiges Champagner auf meiner Haut. Ja, hätte ich jetzt natürlich auch in der Hand Innenfläche swatchen können, aber so finde ich es gerade ein bisschen besser. Also der wäre jetzt gerade optimal. Und dann habe ich von der lieben Nicole mal die Highlighter Wardrobe bekommen von iHeartRevolution. Das ist dieses wunderschöne Schätzelein. Das ist halt so ein richtiges Buch. Ne? Da hast du ganz, ganz viele verschiedene für jeden Anlass dabei. Die sind aber nicht so intensiv pigmentiert wie der Just My Type. Ich kann jetzt ja mal so ein paar daneben swatchen. Also die fühlen sich schön an, schön cremig und sind auch wirklich, ich mag die. Ne, da brauchst du auch nicht unbedingt viel von. Nimmt halt ein bisschen viel Platz weg. Steht deswegen auch bei meinen Lidschattenpaletten mit drin. Die swatche ich hier mal unten drunter. Also die sind auch schön pigmentiert. Aber halt nicht so irre krass wie jetzt die, wie der Just My Type zum Beispiel. Ne? Also das sieht man jetzt hier unten und da drüber. Also das ist, man sieht es halt direkt, ne? Dass es keine glitzerigen Highlighter sind, die Revolution da so hat. Sondern dass es halt wirklich Glow ist. Und das mag ich so gerne. Ich mache das mal hier mit meinem Handtuch kurz ein bisschen ab. Jetzt möchte ich aber definitiv den Just My Type verwenden. Ist ein Klassiker, den bekommt ihr auch bei Cosmetic for Less für wichtig, für richtig wenig Geld. Also ich weiß nicht, wie viel das kostet. 3-4 Euro oder so, 5 Euro, wenn es hochkommt. Gehe ich einmal kurz mit dem Pinsel so rein und trage mir den hier so auf. Und ihr seht das, ne? Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, genau passend. Und das liebe ich ja so an diesen Revolution Highlightern, dass die einfach so hammermäßig unterwegs sind, dass die nicht glitzern, dass die nicht zu viel und nicht zu wenig sind. Du kannst die aber natürlich auch noch ein bisschen intensiver aufbauen, wenn du lustig bist, ne? Aber das ist halt perfekt. Das kannst du für den Alltag gut tragen und man fühlt sich einfach, also ich fühle mich damit einfach wohl. Feuchtigkeit Foundation am Ärmel, Sammy. Wie kommt das denn? Wie kommt das denn? Na toll, da. Ich krempel das einfach um und dann sieht man gar nicht mehr aus, als hätte man mit zu viel Kram gespielt. Das Einzige, wo ich nicht ganz hundertprozentig mit zufrieden bin bei Revolution, sind die Augenbrauenprodukte. Trotzdem habe ich ein bisschen was hier. Da habe ich aus dem Adventskalender einfach hier so einen Medium Brown Augenbrauenstift. Der ist mir wahrscheinlich viel zu dunkel. Einfach hier so einer zum Anspitzen. Ja, sehr cremig, ne? Das ist schon mal sehr positiv, aber der sieht schon ein bisschen grünstichig aus. Das werde ich jetzt mal gleich auftragen. Okay, der Concealer möchte creasen. Ich muss nur ganz vorsichtig meine Haut berühren und kriege direkt Produkt auf die Augenbraue. Sehr, sehr cremig. Aber es matcht relativ gut mit meiner natürlichen Augenbrauenfarbe, weil meine natürlichen Augenbrauen sind auch ein bisschen dunkler als meine eigentliche Haarfarbe. Sieht gar nicht so merkwürdig aus, wie ich das im Gedächtnis hatte. Ja, es ist schon, ne, blockmäßig, aber wir haben es ja noch nicht ausgeblendet. Okay, geht voll klar, finde ich, ne? Jo,
Dann fixieren wir das Ganze einfach mal. Dafür habe ich auch ein Eyebrow Gel, was ich entweder in einem Set oder in einem Adventskalender drin hatte. Das Brow Gel, Gel ist es einfach hier. So ein kleines Mini-Füßchen. Füßchen, Pinselchen. Spoolie. Bei dem Gel muss ich jetzt echt aufpassen, weil mir das meine Augenbrauenfarbe gerade rausnimmt. Ne? Das sieht man auch, glaube ich, hier so ein bisschen. Das heißt, normalerweise mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit, den ich normalerweise ja immer verwende, gehe ich auch direkt auf die Haut. Das kann ich mit dem hier jetzt leider nicht ganz so machen. Ne, also das Augenbrauengel mag ich nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es jetzt natürlich ein schönes Ergebnis gegeben hat im Großen und Ganzen. Aber nee, das Gel, nee, das ist nicht so meins. Kommen wir nun zu einer Lidschattenpalette von Revolution Pro. Da wurde ich ein bisschen geinfluenced von der lieben Cindy. Cinderella Blog Neu, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Das ist die Night and Day Palette. Das ist diese hier. Und sie hat davon geschwärmt, wie unfassbar gut die ist. Und ja, da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Das ist eine Palette, wo ich die Folie auch bewahre, weil da die Farben drin stehen. Und hier sehen wir einmal das Farbspektrum. Da haben wir auch ein Duochrome mit dabei. Wir haben schöne Schimmertöne mit dabei. Das sind wohl gebackene Lidschatten. Sehr wenige matte Töne, nämlich nur die beiden und das Schwarz. Der Rest sind alle Schimmertöne. Aber zuallererst swatchen wir das Ganze einfach mal. Hier haben wir die erste Reihe einmal als Fingerswatches. Und hier sehen wir dann die Swatches einfach mal auf dem Arm. Ja, die matten Töne sind doch besser pigmentiert als so manch anderer matter Ton, sage ich mal. Dieser Duochrome-Ton kommt hier jetzt nicht ganz so intensiv raus wie in der Palette. In der Palette sieht er sehr, sehr dunkel aus. Auf dem Arm eher zurückhaltend. Wenn ich den jetzt nochmal auf der Hand swatche, dann musst du schon ziemlich doll drücken, damit du da einen ordentlichen Effekt hinbekommst, ne? Also da, der haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so von den Socken. Hier haben wir dann die Fingerswatches von der zweiten Reihe. Okay, das Schwarz ist nicht ganz so tiefschwarz, wie man das sonst so kennt, aber das ist nicht schlimm, weil dann kannst du da halt auch gut mit arbeiten. Wow, das Blau, ja, das Blau ist auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, weswegen ich die Palette geholt habe. Und dann haben wir am Ende noch so einen Topperton mit dabei. Sieht ganz passabel aus, ne? Muss man wirklich sagen. Also, ich weiß nicht, was die Palette, 10 Euro oder so, ne, kostet die. Ich habe die auch im Sale tatsächlich oder im rabattierten Zustand ergattert. Mal schauen, was die so auf dem Auge bringt. Mit dem Concealer-Buffer aus dem Pinselset, die LBF 19, gehe ich jetzt nochmal kurz unter meinen Augen entlang. Aber nö, der Concealer hat gar nicht weiter gecreased. Also das ist halt oft bei mir, ne? Wenn ich dann meine ganzen Base-Produkte auftrage, dass in der Zwischenzeit der Concealer so ein bisschen in die Fältchen rutscht. Und wenn dann so mein Augen-Make-up beginnt, gehe ich noch einmal kurz so drüber, auch hier in meiner Lidfalte, dass die Lidschatten-Base auch an Ort und Stelle ist. Einfach ohne Produkt, ne? Damit alles nochmal ordentlich gesettet ist. Genau, ich nehme aber auch diesen Pinsel und gehe in dieses helle Braun. Das ist ja dieser matte Ton. Der heißt Paved. Gehe ich einfach hier mit dem Concealer-Buffer rein und setze mir den in die Lidfalte rein. Das ist halt einfach jetzt so, ne? Immer, dass ich mir eigentlich bei meinen üblichen Make-up-Looks zuallererst solch einen Ton in die Lidfalte gebe. Und am Ende dann alles daraufhin aufbaue. Der ist sehr zart pigmentiert und ich gehe ja wirklich gerade mit einem sehr festen Pinsel rein. Was aber nicht schlecht ist, weil man so auch eine gewisse Kontrolle darüber hat. Ich habe total viele gesehen, die mit dieser Palette auch ein Halo-Eye geschminkt haben, was ich super schön fand. Aber irgendwie habe ich heute nicht unbedingt Lust auf so einen richtig dunklen Look. Deswegen versuche ich das heute nicht so extrem dunkel zu haben. Jetzt nehme ich mir einen präziseren Blendepinsel oder Petit Crease Brush LBE 13. Der ist halt ja, nur kurz und etwas enger gebunden. Gehe dann in den dunklen matten Ton, der heißt Wooden. Das ist der hier. Und den setze ich mir so ein bisschen nach außen. Blend den auch ein bisschen unter meinem Verblendeton. Jetzt kommen wir zu den spektakuläreren Geschichten und zwar gehe ich jetzt hier in dieses wunderschöne Blau rein.
Das heißt Midnight und dafür verwende ich einen Flat Shader LBE 07 aus dem Pinselset. Also das ist halt, ich glaube, wirklich ein komplettes Pinselset gewesen, was ich mir da geholt habe. Ne? Dieses gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe das in diesem Haut, weiß ich nicht, Peach-Ton. Ist auch kein Hautfarbenton, weil so sieht meine Haut nicht aus. Genau, und den setze ich mir auf mein bewegliches Lid. Oha, der krümelt ein wenig. Ein wenig ist gut, ein wenig mehr. Deswegen versuche ich das mal mit dem Finger. Für außen möchte ich mir einen dunkleren Ton aufgeben. Und da nehme ich die Farbe Musk. Das ist dieses schimmernde Braun. Ich versuche das jetzt auch erstmal mit meinem kleinen Finger. Da kriegt man halt nicht so die Ultra-Präzision mit hin, ne? Aber es geht. Kleiner Pro-Tipp, sage ich mal, wenn dir ein Lidschatten zu sehr krümelt, dann guck einfach, also oder leg deine Lidschattenpalette auf den Tisch vor dir hin und guck dann in den Spiegel rein, dann krümelt das ganze Kram nämlich auf die Palette und nicht auf deine Foundation und so. So, dann blende ich jetzt hier noch ein bisschen, damit die Übergänge etwas softer aussehen. Weil mit dem Finger habe ich das natürlich nicht so schön hinbekommen. Im Innenwinkel möchte ich jetzt ein bisschen präziser arbeiten und zwar mit diesem wunderschönen Gold. Dafür nehme ich hier so einen Point Brush tatsächlich, also so einen ganz, ganz präzisen Pinsel. Nennt sich Tapered Smudger LBE 09. Und der goldene Ton heißt Sunrise. Den platziere ich mir im inneren Drittel. Oh wow, das funktioniert gut. Und ziehe den natürlich auch so ein bisschen mit auf das Gold, damit man halt da so einen schönen Übergang bekommt. Für einen Innenwinkel-Highlight ist der mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu dunkel. Da nehme ich mir nachher den Highlighter her. Intensiviert wird das Ganze, wenn ich das mit dem Finger auftrage. Könnte natürlich auch den Pinsel ansprühen oder so. So, dann habe ich da so Goldstaub jetzt auf meinem Royal Blau mit drauf. Das Royal Blau ist mir aber immer noch zu dunkel und ich muss auch sagen, dass mir das hier außen überhaupt nicht gefällt, wie rauchig das aussieht, aber da kommen wir nachher zu. Ich möchte jetzt diesen Topperton verwenden. Das ist dieser hier außen und der ist wirklich sehr, sehr flockig. Deswegen würde ich den auch nicht als Innenwinkel-Highlight verwenden, weil er zu grob dafür ist. Der heißt Pearlized, also perlisiert oder so, ich weiß es nicht, habe ich jetzt hier auf meinem Finger und den tupfe ich mir vorsichtig auf das Blau. Das macht schon einen derben Unterschied, ne? Weil das einfach heller aussieht und freundlicher als die Seite. Ja, ich habe jetzt hier diesen Concealer-Buffer mal sauber gemacht. Und blende hier außen so ein bisschen außen. Und blende hier außen so außen ein bisschen rum, genau. Und blende außen an den Kanten nochmal entlang, weil ich das einfach zu fleckig und zu dunkel fand. Also Handtuch auf meiner Hose. Macht das immer wieder sauber. Okay, also dieser Topperton, der hat sich jetzt gerade bei mir auch im ganzen Gesicht verteilt. Das heißt, ich wische das Fallout auf meiner Nase und überall einfach mal so ein bisschen weg. Denn das mag ich ja gar nicht, ne? Wenn ich jetzt überall so blaue Schimmerpigmente habe, nicht so meins. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich jetzt, muss ich mal gucken. Ja, ich glaube dieses schimmernde Braun erstmal für außen. Okay, es ist die äußere Hälfte geworden. Und für das innere Drittel verwende ich diesen Duochrome-Ton. Das ist dieser hier oben. Der ja Steel heißt. Den lasse ich da auch ein bisschen mit reinfließen. Da bin ich jetzt sehr vorsichtig, weil sowas kann halt dadurch, dass es auch ein rot-lila Stift mit drin hat, aussehen wie verheult. So viel zu der Palette. Ich finde sie okay, aber sie haut mich jetzt echt nicht um, muss ich gestehen. Also dieser Blauton, ja, ist sehr, sehr schön auf dem Auge. Auch das Gold mag ich gerne. Diesen Topperton mag ich gar nicht. Die beiden matten Töne. Schwierig. Die sehen halt schnell schmutzig auf dem Auge aus. Wobei, warte mal, den könnte ich doch jetzt für meinen Innenwinkel nehmen, ne? Dann mache ich das doch mal. Ich nehme wieder meinen lieben Point Brush, mache ihn am Handtuch ein wenig sauber und setze ihn mir in den Innenwinkel. Ach, der ist schön. Nicht intensiv, also der
Scheint jetzt nicht so bis zum Mond und wieder zurück. Aber der sieht recht harmonisch aus. Gebe ich mir auch noch ein bisschen was unter die Augenbraue. Das sieht jetzt auch passabel aus, aber wie gesagt, das ist jetzt keine Lidschattenpalette, die mich so ultra vom Hocker haut. Ne? Also da habe ich definitiv auch welche von Essence und Catrice, die mir besser gefallen. Ja, der Eyeliner könnte jetzt auch ein spaßiges Unterfangen werden, um das mal so zu sagen. Da habe ich von I Heart Revolution nämlich diesen Fantasy Eyeliner. Der ist einfach hübsch. Das ist ein Einhorn, ne? Ja, ja. Ist halt ein Dip-Eyeliner und der hat eine ganz blöde Spitze, mit der ich eigentlich jetzt nicht so ultimativ krass gut klarkomme. Die ist sehr starr, was jetzt eigentlich nicht schlimm ist, aber ja komm, ich probiere ihn jetzt einfach mal nochmal aus. Ich war schon sehr oft kurz davor, dieses Mini-Tintenfass auszusortieren, aber ich finde den einfach so schön. So nice dieser Wing jetzt auch geworden ist, ne, so dieser kleine Mini-Wing, den ich jetzt gezogen habe, es macht keinen Spaß damit zu arbeiten. Deswegen wird dieser Eyeliner mich nun offiziell verlassen und demnächst in meinem Flop-Video auftauchen. Aussortierte Produkte, ne? Ja. Ich muss schon sehr, sehr oft reindippen, um überhaupt eine ordentliche Farbabgabe und gleichmäßig einen Eyeliner hinzubekommen. Dieses kleine Pinselchen stört mich einfach tierisch, weil ja, es ist so, dass du jetzt nicht irgendwie ausschlägst. Ne? Das hat man manchmal bei diesen längeren so, dass man dann malt und dann macht es einmal fupp und dann hast du irgendwie den Wing in einer ganz anderen Richtung. Aber trotzdem, es macht damit keinen Spaß, sich einen Wing zu ziehen. Und wenn dein Produkt keinen Spaß macht, gebe ich es weiter. Dann macht es vielleicht jemand anderem mehr Spaß. Jetzt habe ich hier noch eine Mascara. Das ist die Extreme Lash Volumizing Mascara von Revolution Pro. Die hatte ich letztens in einer Box, glaube ich, oder? Wo habe ich die her? Oder war die in einem Überraschungs-Surprise-Bag oder so mal mit dabei? Weiß ich gar nicht. Die hat ein Gummibürstchen, was echt fett ist. Das ist ein riesengroßes Gummibürstchen. Ich habe die jetzt schon eine Weile in meiner täglichen Routine mehr oder weniger in Anwendung. Die ist zickig. Mal will sie nicht. Mal gucken, ob sie heute will. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Heute hat sich die Mascara überlegt, zickig sein zu wollen, denn ich weiß nicht, ob sie jetzt schon zu sehr aufgebraucht ist oder so, aber sie macht ja nicht wirklich was, ne? Also sie macht nicht wirklich was für meine Wimpern. Ich weiß, dass ich mit anderen Mascaren, zum Beispiel der L'Oreal Air Volume in Kombination mit der Catrice Glam & Doll Boost, die graue, ne? Dass ich da unfassbar krasse Wimpern mitbekomme. Also die hier, die ärgert mich aktuell wirklich, ne? Ich weiß nicht, ich habe die jetzt seit einem Monat in Anwendung. Ich glaube, die ist jetzt auch schon relativ gut aufgebraucht, dementsprechend. Konnte ich jetzt auch nicht erwarten, dass sie mir krasse Wimpern macht, aber ja, ganz am Anfang hat sie geklumpt wie Sau, also da kam man auch gar nicht hinterher, die ganze Geschichte immer wieder zu retten. Da hatte ich mir auch immer parallel noch so ein Gummibürstchen mit in mein Schminkkit quasi gelegt im Badezimmer, dass ich mir das immer wieder auskämmen konnte. Und mittlerweile ist sie halt einfach so eingetrocknet, glaube ich. Die macht nichts mehr für meine Wimpern. Nee, also das ist ein bisschen schade, weil gerade bei so einem Augenlook, der ja doch recht dunkel dann doch geworden ist, ne, braucht man richtig heftige Mascara, um das Ganze irgendwie noch auf eine andere Stufe zu heben. Das macht mich jetzt gerade nicht glücklich, deswegen glaube ich auch, dass ich mir mal eben kurz noch die Air Volume drüber mache von L'Oreal. Ne, auch wenn es jetzt eigentlich ein Fullface Revolution ist, aber ich will es halt, ich will es am Ende schön haben. Ich will Wawa Woom. Ja, das sieht schon besser aus, ne? Ja, das sind jetzt ein paar mehr Schichten tatsächlich auf meinen Augen. Ne? Ja, aber die Mascara, ich glaube, die ist jetzt auch einfach mal aufgebraucht. Ich glaube, die kommt wirklich in meine Aufgebrauchkiste hier. Bam, da kriege ich nicht mehr wirklich was raus, ne? Ja, okay, das wäre jetzt tatsächlich der Augenlook und nun kommen wir zu den Lippen. Ja, denn das Ganze muss jetzt ja auch noch abgerundet werden. Ich kann tatsächlich jetzt ja auch schon mal ein bisschen Fixing Spray verwenden. Ja. Ist ja ein recht feiner Sprühnebel von dem Hydra Fix Lip Liner in der Farbe Noble. Und das ist halt ein Nude Lip Liner. Ja, das ist jetzt eine sehr krasse herbstliche Farbe, ne? Also so ein recht warmes Hellbraun. Ich habe mir den jetzt auch ein bisschen grob noch auf der kompletten Lippe aufgetragen. Ja, die halten aber relativ gut. Ich mag die eigentlich auch wohl. Willst du da gerade rausfallen? Oh, ja, die ist hier gerade rausgefallen. Was ist das denn?
lege ich mir zur Seite, kümmere ich mich gleich drum. So, und jetzt habe ich noch einen Lipgloss und das ist ja quasi so ein Fenty Beauty Tube Gedönsen. Gibt es im Dreier-Set bei Beauty Bay zum Beispiel. Lipgloss mit Vitamin E und ich habe hier den Shimmerbomb in der Farbe Glimmer. Mal gucken, ob das halbwegs zum Augenlook passt. Ich weiß es nicht. Ich hätte auch noch ein paar andere Farben. Na, ich probiere den jetzt erstmal aus. Die sind nämlich nicht so intensiv, wie man das hier erst vermuten würde. Irgendwie passt das schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Lippenfarbe ihr zu dem Look kombiniert hättet. Das ist nämlich gar nicht so leicht, aber ich finde das eigentlich ganz okay jetzt. Ich mag die Lipglosse auch tatsächlich, weil die nicht so Fäden ziehen. Sind nicht so klebrig. Also sehr angenehm, ne? Natürlich ist es Lipgloss, du musst es immer wieder nachlegen. Du kannst es nicht unter der Maske tragen, aber für einen Look zum Schminken oder für zu Hause finde ich das vollkommen in Ordnung. Es fühlt sich eher an wie ein Lippenöl auf den Lippen, was ich auch sehr angenehm finde. Ich finde es auch sehr angenehm, dass man nicht diese Farbe auf den Lippen hat. Genau, also es verbindet sich eher mit dem Lip Liner, wenn man einen drunter gibt. Und mir fällt gerade auf, dass meine Nägel ja sogar zu meinem Look passen. Wahnsinn. So, und jetzt haben wir nochmal aus der Ferne den sehr kühlen Look, aber er gefällt mir tatsächlich. Ich finde den tragbar und ich kann damit auch gleich noch ein paar weitere Videos drehen. Ich habe hier noch einen Haul, den ich abdrehen möchte von Capshi. Also draußen türmt sich der Schnee und ich möchte hier Bademode vorstellen. Ein Traum. Dann habe ich noch die Degusta-Box, die ich gleich mit euch zusammen auspacken werde. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich auch Videos, die ihr vor diesem Video gesehen habt. Wie gesagt, also diese Revolution-Produkte, die können richtig, richtig geil sein. So wie die Foundation, das Puder. Ne? Was hatte ich hier noch? Den Highlighter. Ach, klar. Bei den Blush Bronzer Highlighter muss man aufpassen, wobei, wenn man sich das jetzt halt in Kombi anguckt, es ist okay, ne? Das sieht jetzt auch gar nicht mehr so intensiv aus, wie es am Anfang ausgesehen hat. Und am Ende kommt da schon ein ordentliches Ergebnis bei rum. Aber es ist nicht alles perfekt bei der Marke. Also ich sag nur Lip Liner, Lidschattenpaletten jetzt bei diesen Revolution Pro Geschichten, Eyeliner, Mascara, ne? Das ist so, muss man immer gucken, was für ein Glücksspiel man da gerade spielt. Augenbrauen gefallen mir ehrlich gesagt gerade richtig gut zu dem Look. Hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Das Fixing Spray finde ich klasse. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare euer Lieblingsprodukt aus diesem Video oder was ich vielleicht von Revolution, aus der Revolution-Reihe einfach mal mit euch zusammen testen soll. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!